wir stehen ja dauernd unter Leistungsdruck in einer hochtourigen Produktionsgesellschaft. Das Wetter ist irgendwie gerade nicht so gut. Viele sind krank. Ich bin auch der Typ, ich gehe krank in die Arbeit. Soll ich das? Also an sich auf gar keinen Fall. Es ist ja klar, dass wenn man krank zur Arbeit geht, schadet man seiner eigenen Gesundheit und der Gesundheit der anderen. Man steckt viele an. Das ist ja gerade eine Quelle der Viren- und Bakterienverbreitung im Herbst und im Winter. Deswegen ist es erst einmal völlig klar, krank ist krank, man muss zu Hause bleiben. Ja, und der liebe Arbeitgeber, der wartet auf mich, weil manche Dinge kann nur ich machen und es gibt doch auch Deadlines. Natürlich gibt's die und wir stehen ja dauernd unter Leistungsdruck in einer hochtourigen Produktionsgesellschaft wie der unseren. Wir denken ja, dass unser Wohlstand davon abhängt, dass wir alles in Sekundentakt dauernd zur Verfügung haben. Aber genau dadurch produzieren wir im Moment um uns herum Leid. Ja? Leid und Neid wird dadurch produziert, durch diese Hochtourigkeit. Insofern wäre es eigentlich gut, wenn wir alle dann, wenn wir krank sind, auch mal zu Hause bleiben und etwas einfach mal nicht verfügbar ist. Nicht verfügbar sein ist gut, wenn du jetzt in Amerika eingeladen bist zu einem Philosophen des Jahrespreis und du kommst nicht. Was sagst du da? Naja, je nachdem wie krank ich bin. Wenn ich das Ebola-Virus habe, sollte ich auf jeden Fall in meinem Zelt bleiben. Wenn ich eine kleine Erkältung habe, würde ich eventuell hingehen, aber dafür sorgen, dass ich niemandem die Hand schüttle und so weiter. Aber selbst das ist natürlich nach dem, was ich gesagt habe, höchst problematisch. Und eigentlich müsste dann der Preis verschoben werden oder man muss ihn mir irgendwie überweisen oder per Post schicken. Also krank ist krank, da darf man auch dazu stehen und sagen, ich bleibe zu Hause. Ich glaube, wir sollten mehr dazu stehen, denn wir haben uns ja das Arbeitsrecht auch historisch erkämpft, teilweise geradezu durch Revolutionen. Das Recht, zu Hause zu bleiben, wenn wir krank sind, ist wie gesagt keine Selbstverständlichkeit. Das gibt es nicht in allen Gesellschaften. Und eigentlich sollten wir das dauernd, wie jede gelungene Sozialgesetzgebung, auch feiern. Wie viele Krankheitstage hast du im Jahr? Ich glaube, dieses Jahr hatte ich höchstens einen, weil ich eher dazu neige, weiterzuarbeiten. Aber ich kann ja auch von zu Hause am Schreibtisch arbeiten und stecke damit niemanden an.